Hallo, liebe Imkerfreunde. Was wollen wir heute machen? Bärenfang oder Honiglikör? Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Bärenfang, Meschkini, Petzfang, alles das gleiche. Stammt aus Osteuropa und ist ein Likör aus Honig, Gewürzen und hochprozentigem Alkohol. Und wenn er nachher fertig ist, dann hat er irgendwo, je nachdem wie man ihn macht, so zwischen 20 und 45 Umdrehungen. Was eigentlich eine ganz, ganz schmackhafte Sache. Met kennt eigentlich, oder kennen wir alle, oder sehr, sehr viele von uns. Met ist natürlich auch bekannt. Der Bärenfang leider nicht. Ja, also Met ist so eine Geschichte, muss man mögen. Kleine Anekdote, ich habe mir hier vom Dirk paar Flaschen kommen lassen von seinem Met, den er im Holzfass gemacht hat. Kompliment, sehr gut, also hervorragend. Eigentlich genauso wie ich ihn mag. Ja, das nur am Rande. Soll keine Werbung sein, aber ist wirklich gut. Vielen Dank. Bärenfang ist eigentlich ein wirklich wohlschmeckender Likör. Ja. Wenn man ihn nicht so stark macht. Also es gibt welche, die mögen den so richtig auf 40 Umdrehungen. Das ist nicht mein Fall. Ich mag es lieber ein bisschen süßer. Der geht also bis ins 15. Jahrhundert in die osteuropäische Geschichte rein. Im 15. Jahrhundert haben eben die osteuropäischen Haushalte festgestellt, dass man süßes alkoholisches Getränk ohne großen Aufwand herstellen kann, was zudem auch noch sehr, sehr schmackhaft ist. Und in manchen Teilen von Litauen wurde dann das Ganze auch noch als Meschkini bezeichnet, eben als Bär. Naja, der Sage nach war es eben so, dass ein alter Imker seinen Waldhonig ernten wollte und die hingen ja damals noch in den Bäumen, die Klotzbeuten, und ein junger Mann sollte für ihn raufsteigen, aber die Bären fanden den Honig auch natürlich interessant und dann haben sie hier die Bären mit dem Bärenfang betrunken gemacht, konnten dann in Ruhe ihren Waldhonig ernten. Was sie mit den Bären gemacht haben, weiß ich nicht, aber es scheint funktioniert zu haben, hat sich durchgesetzt. Polen und Litauen haben das natürlich auch. Krupnik heißt er da, glaube ich, und scheint auch sehr, sehr beliebt zu sein. In Russland gibt es natürlich ein ähnliches Getränk aus Wodka, 24 Gewürzen, Kräutern und weiß nicht, was sie da noch alle reinmachen, heißt dann Jägerwodka. Übersetzt auch nicht Schobber oder so, die Russen wissen schon, was damit gemeint ist. Und wenn man den Historikern glaubt, dann stand der Bärenfang früher in jedem Haus, ne, als Apotheke und wurde auch zum Umtrunk oder auch für medizinische Zwecke auch eingesetzt, zum Aufwärmen an warmen Tagen und zur Erfrischung an heißen Tagen, gemeinsamer Umtrunk als Heilmittel, ist auch ganz gut gewesen gegen Grippe, sagt man, wobei die haben natürlich den Wodka nicht nur getrunken, wenn sie die Grippe schon hatten, sondern eben auch schon präventiv vorher. Ne? So, in puncto Geschmack ist der Honiglikör natürlich eher einfach gestrickt. Ne? Also kommt ja nur Wodka und Honig rein und wenn ihr da gute Produkte habt, dann passt das eigentlich schon. Und er hat so ein mild-süßes Aroma. Der Genuss ist vielseitig möglich. Also bei Zimmertemperatur kann man den einfach so trinken. Man kann ihn in den Tee rein tun und ja, in Desserts schmeckt er wohl auch oder vielleicht sogar im Cocktail drin, wie auch immer. Also ist natürlich vielseitig verwendbar. Der erste kommerzielle Anbieter, der kam aus Königsberg. Das ist eine ehemalige deutsche Stadt und ist heute oder seit 1946 heißt es Kaliningrad. Das ist in Russland. Und der Anbieter aus Königsberg für den Bärenfang, das war die Firma Teuschke und König mit ihrem Bärenjäger. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eben diese Spezialität auch bei uns in ganz Europa und auch in Übersee bekannt geworden. Und die deutsche Bezeichnung Bärenjäger hat sich als Likörspezialität wohl auch im Englischen durchgesetzt. Die Bezeichnung Königsberger Bärenfang und osteuropäischer Bärenfang sind also auch als Gattungsbezeichnung geschützt. Die aus den Ostgebieten vertriebenen Unternehmen, also denen ist es gestattet, mit ihrer verbundenen Warenbezeichnung auch für die am neuen Wohnort hergestellten Erzeugnisse unverändert zu werden. Ne? Deshalb dürfen eben die Hersteller vom Bärenfang, die bis 45 in Ostpreußen bzw. Königsberg ansässig waren, eben auch ihr Erzeugnis ostpreußischer Bärenfang oder Königsberger Bärenfang benennen. Ja, wir dürfen das nicht so. Ist auch okay, denke ich. Ja, und aufgrund der einfachen Zubereitung kann dieser schmackhafte Likör auch natürlich daheim hergestellt werden, der Bärenfang. Ne? Also da gibt es kein festes Rezept, also das Rezept gibt es nicht.
sondern es hat immer irgendwo mit Alkohol zu tun. Prima Sprit oder Wodka oder Doppelkorn oder sowas in der Richtung. Ja, Honig natürlich, klar. Dann eine Vielzahl von Gewürzen, die man reinpacken kann. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir das machen. Man sollte natürlich auf den Honig achten, nach Möglichkeit Blütenhonig. Ja, ich habe es auch schon mal mit Lindenhonig gemacht, war auch super. Tannenhonig oder Waldhonig, das gibt wohl einen bitteren Geschmack. Heißt, ich habe es noch nicht probiert. Neulich habe ich mal gelesen, dass es auch Heidehonig gibt. Haben wir hier nicht, komme ich nicht dran. Will ich sonst mal probieren. Ja, da kann man sich auslassen. Ja. Könnt ihr euch ein eigenes Rezept ausdenken. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache und das schmeckt richtig gut. Ja. Ja, und was brauchen wir dafür? Ich zeige es euch. Wir brauchen als erstes Honig. Ich habe hier einen von der Spätracht, der so durchkristallisiert, habe ich cremig gerührt, ist aber irgendwo in Kristallisation übergegangen, und einen von der Frühtracht, sehr trocken, wie man sieht hier am Glas, löst sich schon. Ich glaube, der hat auch sowas um die 15,5 gehabt, vom Feinsten. Ja, wir brauchen 500-600 Gramm Honig. Wenn es ein bisschen mehr ist, mich stört das nicht. Ich mag das gern. Als nächstes, eine Flasche guten Wodka. Müsst natürlich auch immer dran denken, wenn ihr gute Ausgangsprodukte habt, dann ist das Ergebnis natürlich auch immer in der Regel ein gutes. Wir brauchen noch in Bio-Qualität Zimtstangen, zwei Stück, ein bis zwei. Ja, also ich nehme mal zwei, ist recht gut. Wir brauchen noch natürlich alles in Bio-Qualität. Eine Vanilleschote, die Dinger sind teuer geworden, aber die riechen gut, ja, also sind wirklich toll. Ups. Abrede, wo wir sie aufschneiden können. Was auch wichtig ist, eine Zitrone, Bioqualität. Brauchen wir natürlich noch einen Topf. Genau. Hier schneiden wir so Zesten runter. Ja. Und was ich noch vergessen habe, drei so Nelken. Die packe ich da jetzt einfach mal mit rein. Mit Nelken habe ich es noch nicht gemacht, aber da habe ich neulich mal die Anregung bekommen, das mal zu probieren. So, da haben wir jetzt alles drin. Kommt jetzt hier ein bisschen Wodka rein. Ja, und bei der Gelegenheit werden wir gleich mal hier unseren alten Holzofen wieder anfeuern. Der hat uns in der Vergangenheit schon immer wieder mal beste Dienste erwiesen und es ist immer wieder was ganz Besonderes, auf dem Ofen was zu machen oder im Ofen, und ja, macht einfach Spaß. Und wenn der Ofen schön auf Temperatur gebracht wurde, dann nehmen wir das Wasser zum Erwärmen, machen wir es richtig heiß, füllen den Honig oder stellen die Honiggläser ein. Bleibt eine Zeit lang drin, bis das sich verflüssigt. Der 250 Gramm ist durchverflüssigt, der 500 Gramm Honig hat in der Mitte noch so einen kleinen Batzen drin, der sich dann aber gleich auch auflösen wird, wenn wir den Honig auch entsprechend einrühren. So, jetzt kommt unser Topf hier auf eine heiße Stelle. Alleine nur mit dem Honig ist es natürlich nicht getan, der jetzt eingefüllt wird. Das schaut doch super aus. Ne? Also, wenn man vor allen Dingen nachher weiß, wie es schmeckt, ah, super. Jetzt kommt noch der 500 Gramm Honig rein. Und mit dem Honig alleine ist natürlich nicht getan, sondern es fehlt noch der Wodka. Der wird noch aufgefüllt. Dann wird das Ganze an dieser Stelle massiv erwärmt, aber nicht zum Kochen gebracht. Und anschließend wird er beiseite gezogen, der Topf, und muss dann nochmal 10 Minuten stehen. Hervorzüglich und so einfach herzustellen.
Und es schmeckt auch noch gut. Nur aufpassen, dass er nicht anfängt, richtig heiß zu werden. Dann haben wir natürlich einen Verlust am Alkohol und das wollen wir natürlich auch nicht. Das schaut doch schon mal gut aus. So, nachdem der jetzt hier wirklich so um die 10 Minuten erwärmt wurde, er raucht schon leicht, er darf halt nicht kochen, er muss heiß sein, aber mehr nicht. So, jetzt ist der auch soweit gut. Wenn man reinschaut, ist alles schön klar, hat sich wunderbar aufgelöst. Es riecht gut, es kocht nicht. Gut, nächster Schritt. So, dann sind wir damit schon mal soweit durch. Jetzt kommt er in so Flaschen abgefüllt. Die habe ich von meiner Frau stibitzt. Ich glaube, das fische ich mal schnell raus. Das kann man nämlich jetzt hier auch wunderbar verteilen. Dann kann das nämlich noch ein paar Tage ziehen. So, tun wir jeder eine Zimtstange rein. Ist ja sonst so eine Pinzette, dafür habe ich gerade nicht gefunden. So, auch die Vanilleschote, die habe ich jetzt hier so halber durchgeschnitten, weil wenn ich die ganz gelassen oder der Länge nach durchgeschnitten hätte und in jedem eine Hälfte gegeben hätte, dann wird die von der Flüssigkeit nicht ganz bedeckt. Die Erfahrung habe ich schon gemacht und gucke sowieso jeden Tag nach, wie es ihm geht und schüttel einmal. Aber wenn man es im Vorfeld vermeiden kann, ist das schon mal gut. So, einigermaßen gerecht aufteilen. Kriegst du auch noch was? Schau mal zu, ob ich eine von diesen Nelken rausfischen kann. So. Oh Mann, das schmeckt gut. Da sind zwei Nelken. Sieht man jetzt schon die Vanillegeschichten, die da drin rumtreiben. Lecker, lecker, lecker. So, wieder ordentlich sauer reingemacht. Ist halt so vor der Kamera. Ja, den lassen wir jetzt 10 Tage ziehen. Wie gesagt, ich schaue ab und zu mal rein, schüttel mal so durch hier und pass auf. Und ab und zu wird er natürlich auch probiert, ob er schon gut ist. Also 8 bis 10 Tage ziehen lassen. Dann sehen wir uns wieder. Vor die letzten 10 Tage stand unser Honiglikör, unser Bärenfang. Ja, der stand an einem warmen Platz und konnte vernünftig durchziehen. Hier haben wir das Produkt. Warmer Platz deshalb, weil der Frühtrachthonig bei der doch geringen Menge an Alkohol unter Umständen aus oder wieder fest werden kann. Nicht ausflocken, wieder fest werden. Und wir werden auch gleich noch ein bisschen Wodka nachkippen. Ich habe gesehen, ist also schon ziemlich dick. Schmeckt vorzüglich. Gut, fangen wir an. So, einmal aufschütteln. So. Flasche auf.
So, schon ist der Bärenfang fertig und er kann gleich getrunken werden. So, dann können wir ihn abfüllen. Unser Bärenfang wird also nicht verkauft. Falls Fragen kommen sollten, der ist für den Eigengebrauch. So, nach Möglichkeit dunkel lagern, dunkle Flasche, dunkler Schrank. In der Einfachheit liegt die höchste Vollendung, Leonardo da Vinci. Und das ist ja nun wirklich eine einfache Nummer, oder? Gelagert sollte der Honigwein jetzt bei Raumtemperatur, also nicht im kalten Keller, weil sonst der Honig von der Frühtag natürlich auch wieder fest werden könnte. Ja, wir haben ja jetzt die eine Flasche hier abgefüllt, ohne dass wir den jetzt noch zusätzlich mit Wodka verdünnen. Mag ich am liebsten so. Und die geht jetzt auch relativ schnell weg. Wochenende steht vor der Tür und ja. Und siehe da, ich habe noch eine dunkle Flasche gefunden. Dirk, vielen Dank. Die kann ich dafür natürlich auch gut brauchen. Einziges Manko ist der Korkenverschluss, also heißt es schnell trinken. Link zum Video, wo der Dirk sein Met im Holzfass macht, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, falls euch noch was einfallen sollte zum Thema Honiglikör, Bärenfang, Meschkini etc. pp. Schwarmwissen ist gefragt. Schreibt doch einfach in die Videobeschreibung was rein. Vielleicht habt ihr ja auch noch das ein oder andere Rezept. So können wir alle voneinander lernen. Und ja, ist vielleicht interessant für alle. So, die Pulle ist jetzt zu. Ja, weiß nicht, man kann es vielleicht sehen. Zu 4/5 voll. Und dann meine ich es jetzt nochmal gut mit. Jetzt machen wir sie nämlich ganz voll. Et voilà. Verkorkt. So. Vielleicht kredenzt ihr auf der nächsten Party mal euren selbstgemachten Honiglikör. Das kommt immer gut an, in der Tat. Jetzt wollen wir ihn aber auch noch mal verkosten. Schau mal kurz. Läuft da rein. Jawohl, ja. Gut. Also man sieht tatsächlich noch die ja so schwarze Punkte vom von der Vanille. Das schadet ja nichts. So, bei Zimmertemperatur sollte der Likör auch mindestens 4 Monate haltbar sein. So alt wird er in der Regel nicht. Vielleicht probiert das selber mal aus auf der nächsten Party oder Gartenfest oder was auch immer und kredenzt euren eigenen Honiglikör. Eine tolle Sache. In diesem Sinne, kleiner Trinkspruch noch. Erst wenn dein Körper streikt und dich zur Ruhe zwingt, ja, wirst du aufwachen und merken, was eigentlich wirklich für dich wichtig ist. Gesundheit kann man für kein Geld der Welt kaufen. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns demnächst wieder hier bei den Bienen. Bis dahin, alles Gute. Servus.